Zum Beispiel habe ich halt früher immer Wasser aus Plastikflaschen getrunken. Inzwischen trinke ich nur mehr Leitungswasser, ist ja hier in München zum Glück ganz gesund, und fülle das immer in Glasflaschen einfach ein. Eigentlich fahre ich gerne und viel Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel. Wenn ich eine Bergtour mache und irgendwie was zum Essen dabei habe, was eingepackt ist, oder eine Kippe rauche oder so, dann schaue ich schon immer, dass ich alles wieder mitnehme. Ich würde gern mehr dafür tun, aber ich schaffe es einfach, glaube ich, nicht. Also ich trenne zwar Müll, wenn man das überhaupt irgendwie dazu zählen kann. Mit meiner Ernährung tue ich auf jeden Fall was Gutes, dadurch, dass ich kein Fleisch mehr esse. Ich bestelle eigentlich so gut wie nichts im Internet, weil ich es eine Katastrophe finde, vor allem dieses ganze Verpackungsmaterial. Dann kannst du alles kostenlos zurückschicken, dann verbrauchst du unfassbar viel Sprit. Als ich mir vor mittlerweile 3 Jahren, als ich mir ein Auto gekauft habe, ich mir Diesel gekauft habe, da denke ich mir, scheiße, das hätte es irgendwie nicht gebraucht oder so. Dann versuche ich natürlich, so viel es geht, irgendwie auf CO2 zu verzichten, wobei man dann auch sagen muss, wenn man irgendwo hinfliegen will, ich kann ja auch nicht zu Fuß hingehen, also da ist schon noch ordentlich Potenzial nach oben. Fliegen ist zum Beispiel was der Umwelt enorm schadet, aber was ja nicht nur ich, sondern viele von uns wahrscheinlich des Öfteren machen. Plastik ist echt scheiße für die Umwelt, aber ich habe selber, das habe ich noch nie ausprobiert, plastikfrei zu leben, aber ich habe schon von vielen gehört, die das mal probiert haben, eine Woche lang oder so, und ich denke, es ist echt schwer. Die kleine Sünde ab und zu ist dann wahrscheinlich doch, wenn ich dann mal wieder im H&M oder so stehe und mir Klamotten kaufe, die ich eigentlich nicht brauche, von denen ich weiß, dass die Textilindustrie eigentlich auch unfassbar scheiße für die Umwelt ist. Potenzial ist immer da, klar, man reflektiert auch immer mehr, weil das Thema ja jetzt auch, wie auch hier, immer öfter angesprochen wird, man wird immer öfter damit konfrontiert, und Verbesserung ist immer möglich. Wenn wir alt sind, können es halt schon sein, dass dann irgendwie die Welt nicht mehr ganz so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Sachen wie der Klimawandel sind nicht zu leugnen, und wir, der Mensch, machen unsere Umwelt mehr und mehr kaputt, und ohne Umwelt kein Mensch. Ja, weil es die Welt ist, in der wir alle leben, und wenn es der gut geht, wird es uns auch länger gut gehen, sonst könnte das in einer ganz schönen Katastrophe enden, was es wahrscheinlich eh tun wird. Ja, Umwelt ist wichtig. Und nicht immer nur für jetzt und wie kann ich jetzt das Maximum rausholen und am bequemsten produzieren und generell leben, sondern einfach auch mal an morgen denken. Vor allem auch an die Generation von morgen. Falls ihr auch eine Meinung dazu habt, schreibt es doch einfach in die Kommentare und abonniert diesen Kanal. Ja, ich kann es mir gar nicht leisten, nicht wegzufliegen. Auch wenn die Avocado dann 2-mal im Jahr 1,99 kostet, verzichte ich doch nicht darauf. Hui!